Klimaaktivistinnen und Aktivisten blockieren seit Montagmorgen die Baustelle bzw. die Zufahrtsstraße der Stadtautobahn in Hirschstetten. Der Protest richtet sich gegen die Zubringerstraße des Großbauprojekts Lobau Autobahn. Wer genau, welche Organisationen sind hier vertreten? Also wir sind hier ein breites Klimabündnis, das sich gegen dieses Projekt, gegen Lobau Autobahn und Stadtstraße richtet. Es sind zahlreiche Organisationen, der Jugendrat, System Change Not Climate Change, Fridays for Future, Extinction Rebellion und auch lokale BürgerInnen-Initiativen, die sich zum Teil schon seit Jahrzehnten gegen dieses Straßenbauprojekt einsetzen. Was genau erhofft man sich von diesem Protest? Wir fordern den sofortigen Baustopp der Stadtstraße und dass Alternativen geboten werden, das heißt für die Donaustadt den Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr und von Radverbindungen. Denn wir leben heute schon mitten in der Klimakrise und es ist einfach untragbar, dass in dieser Situation noch neue Straßen gebaut werden. Im Gegensatz zu sonstigen Protesten bzw. Demonstrationen ist das Publikum bzw. die Klimaaktivistinnen und Aktivisten relativ jung. Die Jüngsten sind wie alt? Hier sind auch 12- oder 13-jährige Menschen hier, die sich einfach aus eigener Überzeugung und auch Verzweiflung hier auf den Boden setzen, weil sie einfach eine Zukunft haben wollen und sehen, dass es jetzt alle Protestformen und alle Menschen auf der Straße braucht. Die Wissenschaft sagt, dass wir kaum noch Zeit haben, um die Emissionen zu reduzieren. Und deshalb müssen jetzt einfach, wenn die Regierungen nicht von selbst handeln, was sie zurzeit leider nicht tun, dann braucht es einfach engagierte Menschen, die sich dafür einsetzen.